Es ist ein kleines Jubiläum. 15 Jahre feierte die Pirnaer Einkaufsnacht Anfang September. Zur feierlichen Eröffnung in der Pirnaer Hauptfiliale der Ostsächsischen Sparkasse Dresden konnte man sich beim Gläschen Sekt aufs Motto der Nacht einstimmen: Shoppen durch die Zeit. Bettina Kusche freut sich, dass sich die Einkaufsnacht ihren Ruf erworben hat und die Sparkasse 4 Jahre schon als Unterstützung wirken kann. Ja, wir sind als regionales Kreditinstitut hier vor Ort. Wir fühlen uns natürlich sehr eng mit der regionalen Wirtschaft, mit der regionalen Bevölkerung verbunden. Und die Einkaufsnacht ist einfach ein Event, was den Händlern natürlich Umsatz in die Kasse bescheren soll und für die Bürger, die hier wohnen, ein schönes Event darstellt. Mit der Sparkassencard erhalten die Einkaufsnachtschwärmer in den Pirnaer Lädchen Rabatt. Neu ist seit vergangenem Jahr die Verdoppelung der Prozente. In diesem Jahr ist geplant, dass wir über die Einkaufswelt die Partnerunternehmen unterstützen. Das heißt, überall dort, wo Rabatte gewährt werden aus der Einkaufswelt, verdoppeln wir den Rabatt. Und das werden natürlich die Käufer, die Kunden direkt im Portemonnaie spüren. Die lokale Händlerstruktur unterscheide sich deutlich vom Einzelhandel umliegender Großstädte und erhielt zusätzlich Prominenz dank der Einkaufsnacht. Für die diesjährige Ausgabe hatten die Händler ihre Schaufenster, Gässchen oder sich selbst ausstaffiert. Alle Gassen waren sofort dabei und haben gesagt, okay, wir machen die 50er Jahre, wir machen die 20er Jahre und haben gemeinsam Ideen gesponnen. Mancher hatte sich sogar einen alten amerikanischen Straßenkreuzer vor die Tür gestellt. Und mancher Erwachsene wird das unschuldige Obst namens Banane nun mit ganz anderen Augen betrachten. Humor haben die Pirnaer Händler mit ihrer nächtlichen Zirkusnummer auf jeden Fall bewiesen. Das kam an. Voll traf es hinsichtlich der Besuchermassen in den Gassen ziemlich gut. Bei den Zahlen verzeichnet das City Management seit Jahren einen leicht positiven Trend. In guter Kommunikation liegt der Schlüssel zu einem ganz bestimmten Ziel. Dass die Gassen noch mehr zusammenwachsen, dass wie so ein Familiengefühl, ein Familiengedanke, Zusammengehörigkeitsgefühl in den Gassen wächst und die Gassen merken, okay, gemeinsam können wir vieles schaffen und gemeinsam können wir viel stärker auf die Kunden zugehen und reagieren und werben. Das Konzept ging auf. Trotz der wegen Hochwassersanierung teils unwegsamen Passagen durch die Altstadt ließen sich die Nachtschwärmer nicht vom Schlendern, Shoppen und Genießen abhalten. Gute Publicity für Pirna.